Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir die Stadt Spikeford betreten und ja, gegen Mary gekämpft, gewonnen, voll einfach. Und den Rest des Parts haben wir damit zugebracht, einige unserer Pokémon zu entwickeln, so um die 20, 23 oder 22. Und wir haben nur eins gefangen als Liebel, ne? Und ja, wir schauen uns jetzt mal hier weiter in der Stadt um. Und um das zu machen, müssen wir direkt irgendwie die Arena-Mission ja machen. Also ja, interessant. Also wir müssen schon hier rein, direkt Arena-Mission. Also irgendwie krass. So, der Arena, den wir uns stellen müssen, heißt Ness. Den gucken wir uns jetzt mal ganz schnell an. Okay. Nummer 61. Ness fühlt sich verantwortlich dafür, dass Spikeford über keine Energiequelle zur Dynamaximierung der Pokémon verfügt und so die Stadt aus Mangel an Besuchern an die Verfall preisgeben würde. Okay. In der Hälfte des Gefechts neigt er mitunter dazu, seine Strategien zu früh auszuplauen, doch er ist stark genug, um dennoch den Sieg davon zu tragen. Seine wahre Liebe gilt jedoch der Musik und das Talent als Liedermacher ist allerseits bekannt. Aus diesem Grund wünscht er sich ständig seiner Schwester, ständig, dass seine Schwester ihn als Arenaleiter ersetzt. Ich habe es doch im letzten Part schon gesagt, ne? Ich habe doch gesagt, der Typ ist irgendwie, weiß nicht, verwandt mit Mary. Dann gucke ich mal oben rechts das Zeichen an. Das ist, glaube ich, das Zeichen von Mary, ne? Nur halt umgedreht, wenn ich mich nicht irre. Also ja, irgendwie, boah. Spielt zu viele Videospiele, habe ich so ein Gefühl. Ich sehe immer Plot-Twists, offensichtliche aus einem Kilometer weit entfernt. Hey Aria, schön, willst du hier durch? Zu dumm, ich will dich nämlich nicht durchlassen. Das ist eine klassische Patt-Situation. Du willst durch und ich will dich nicht durchlassen. Tja, gibt es nur eine Lösung. Lass uns kämpfen. Okay. Da sage ich dann, das ist genau das gleiche Zeichen. Nur halt umgerät. Geradax. Dazu blöd für euch, dass ich Herb von Lauch vorne ab. Und der ein Kampf-Pokémon ist. Du denkst am Poke-Camping. Denk mal an Durchbruch. Hm. Ja, ich glaube, da wird ja alles wegkommen. Volltreffer. Mir habe ich auch gefühlt, das Spiel wird jetzt irgendwie nicht mehr so schwierig. Oh, da war schon. Deine Pokémon haben meine Verlängerung ganz einfach links liegen lassen. Ja, irgendwie schon. Ein Schlag, Volltreffer, weg war's. Ich habe mich zwar extra diese Wände auf diesen Lauer gelegt, um mich aufzuhalten. Aber jetzt, wo ich vorher, ist das eh alles Jacke wie Rose. Ich muss dich wohl übel durchlassen. Na los, geh schon. Ja, eine will gar nicht kämpfen. Ich bin so ein Crash Bandicoot Level. Sag mal, kennst du die Attacke Lichtschild? Der ist nichts durch im Gegensatz zu mir. Naja, oder zumindest wenig. Mein Team ist ein begnadeter Tänzer. Das hebt die Stimmung im Team. Wat? Das ist ein unsichtbarer Wand. Du kommst nicht daran vorbei. Sind wir auf eine Ahnung? Aber ich dachte, ihr wart die beiden von vorhin. Was haben wir denn da? Ein Challenger und du willst einfach so hier durch? Dann musst du erstmal an Team Yal vorbei und das wird nicht leicht, wenn Spikeford ist unser Revier. Wir haben also Heimvorteil. Sagt das Herr von Lauch, der euch mit einem Shot hier kaputt haut. Ja. Herr von Lauch. Ja, muss weg. Oh Gott, Tiefschlag. Aber, naja, und nicht. Ahem. Sir, darf ich bitte durch? Danke. Boah. Schwierigkeit vollkommen flöten gegangen. Aber ich hatte doch einen Vorteil. Aber ich hatte ja von Lauch. Mein Pokémon findet das total stark, so wie stark du bist. Sobald wir wechseln, geht die Neontafel da drüben an. Das heißt, dass du weiter kannst. Warte, wie können denn die dadurch? Warte. Panty, Panty. Wie Panty. Bonk. Erstmal eine Pause. Okay. Ich habe sorgt für eine sehr einfache Arena.
Ole, 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 ole. Wenn wir gerade zugejubelt haben, niemanden. Wir waren einfach in ole Laune. Ole. Da bin ich erschreckt. Ehrlich gesagt bin ich sogar selbst ein bisschen erschrocken. Aber nicht von mir selbst, sondern weil die Landung so weh getan hat. Sei so gut und kämpf gegen mich, damit ich von diesen Schmerzen abgelenkt werde. Jeder Moment, den ich lebe, ist voller Schmerz. Ey, warum sind denn immer zwei von denen da und ich muss nur gegen einen von denen kämpfen? Okay. So, bist du weg? Du bist weg. Ich glaube, Herr von Lauch ist ein bisschen zu stark. Okay, werden wir mal auswechseln. Schwerttanz, ja. Macht den noch stärker. 142 Angriffe. Ja, ich glaube, Heimzahlung ist ein, den ich wahrscheinlich nicht mehr so einsetzen werde. Ja, lieber Schwerttanz, wo eigentlich voll gar keinen Sinn macht. Na, Flora, du lernst überhaupt nichts. Ey. Ich habe verloren und mein Bein tut auch wieder weh. Zwei Schocks auf einmal. Ja, ich habe verloren, aber ich habe auch unter fürchterlichen Schmerzen gekämpft. Das könntest du dann ruhig ein bisschen würdigen. Ja, wenigstens tut mein Bein jetzt ein bisschen weniger weh. Also kann ich das weiter suchen. Ach, da liegt der Ball jetzt. Ich wollte schon sagen. Ich habe gerade noch ein Item und jetzt zerquetscht. Den packen wir an erster Stelle. Ups. Ich kann meine Pokémon hier wechseln. Was? Little Mary. Ich habe so Gefühl, wird es irgendwie bringen. Top-Beleber, ja. Nee, so schwer war das schon auch nicht hier. So, überhaupt nicht schwer. Ich kann die ganzen Orte hier irgendwann mal betreten, aber du schon wieder. Wende kommt mir doch nicht immer in den Weg. Hey, dein Pokémon pfeifen stimmt schon auf den letzten Loch, aus dem letzten Loch. Wir wollen berühmt werden, darum üben wir Tag und Nacht an unserem Backflip. Da staunst du was? Hey, staun gefälligst, wenn du das ganze gestorben abgelenkt bist, kann ich dabei nämlich heimlich gewinnen. Schon immer so eine Matte mit Mary drauf, irgendwie habe ich das schon mal bemerkt. Ich weiß auch nicht, das ist die Buna. Es geht los, Little Mary. Hast du gerade Mary gesagt? Ja, natürlich kommt jetzt irgendwas gegen, dass ich keine Chance habe. Na komm, machen wir mal ein bisschen spannend. Ich könnte euch einfach mit Herr von Lauch kommen und die Dinger vernichten, aber machen wir es mal spannend. So, bitte mach keinen Crit jetzt mit Schlitzer oder setz Eisplitter ein. Okay. Oh Gott. Und weg besser. So, er war doch ein bisschen spannender, ne? Boah. Raptor Level 46. Doch, wie schon vorbei, echt jetzt? Echt jetzt? Believe it. Upsi, ich hätte wohl eher meinen Kampfstil fallen sollen als an meinen Backflip. Danke für den Tipp, Bruder. Du hast einen neuen Fan in mir gewonnen. Na, knall die einfach so gegen die Wand vom Pantimos. Ey. Okay. Blackwing. Du hast das Münzamulett ausgerüstet, deswegen. So. Oh, geht's schon da zur Arena? Nö. Jetzt seht ihr mir so richtig rauf. Längst war als Arena-Charger kannst du ja völlig ohne Konsequenzen Ärger stiften. Tja, da musst du dich enttäuschen. Falsch gedacht. Da muss ich dich enttäuschen. Hey, du bist im Zingel. Wenn wir mit dir fertig sind, kannst du nach Hause fahren. Oder sowieso nur einer von euch gegen mich kämpfen. Puh, fast hätte ich meinen Einsatz verpasst. Aber ich, um mich zu schminken, war keine Zeit mehr. Ich wollte schon sagen, der sieht ein bisschen anders aus. Ja, du siehst richtig. Wir von Team Yell sind in Wirklichkeit die Arena-Trainer von Spikeford. Was? Gruppe von Team Yell und Arena-Trainer Jonathan fordern nicht
aus. Was? Ja, verdammt, ich habe jetzt nicht auf den Doppelkampf mich irgendwie vorbereitet und ja, ich wusste es, Floras an erster Stelle, Gott verdammt. So. Pionskora, du bist auf jeden Fall die. Ah, okay, ja, ich verstehe. Ja, ich kann Zauberlack oder mach mal Lichtschild, einfach so, weiß nicht. So, für diesen beide physisch ausgelegt, aber soll's. Aua. Wahrscheinlich Flora auch auswechseln, ja, allein deswegen schon. Au. Ja, und deswegen. Boah, Schnabel. Oh. Lichtschild, ha. Ah. Belebkraft. Wird jetzt gefährlicher. So, ich könnte es mir jetzt einfach machen, mache ich auch. Herr von Lauch. Haben Sie gerufen, Sir? Ich werde meine Pflicht erfüllen. Gewissheit. Gewisshaft. Au. Oh nee. Das vergiftet doch nicht alle. Man müsste so langsam. Blackwing. Könnte meinen, ein Vogel aus reinstem Stahl oder ein bisschen schneller sein. Ne? So. Pass mal auf hier. So macht das Herr von Lauch. Ja. Boah, zum Glück habe ich jetzt schon mein Team hier angepasst, sag ich mal. Boah, Schnabel. So. Ha, drei Schläge habe ich nur gebraucht, um das Viech zu erledigen. Was sagen Sie dazu, mein Herr? Durchbruch. Ein Schlag, mein Herr. Gott verdammt. Ach. Herr von Lauch, why are you so strong? Also ich hätte es viel besser gefunden, wenn du gegen uns verloren hättest. Habe ich nur als Mitglied von Team Yell versagt oder als Arena-Trainer? Ja. War mir doch egal, dass du gewonnen hast. Jetzt kriegst du es mit den Arena-Leitern zu tun und der hat mächtig was auf den Kasten. Ich mache mir keine Illusionen. Jeder weiß doch schon längst, wer hinter wirklich hinter Team Yell steckt. Dass du mich ohne meinen Team-Schminke erwischt hast, kratzt dir keinen. Bestimmt nicht. Und jetzt mache ich erstmal die Biege. Nutze Sicherheit. So. Okay. Da war jetzt. Weiß ich nicht. Okay, wir müssen ein bisschen heilen, so ein ganz kleines bisschen, ne? So habe ich wieder so aufgestockt. Ich habe so auf 20 erhöht. So, wollen nicht alle komplett hochgeheilt werden, ne? Gegengifte müsste ich eigentlich noch haben. Ich habe die irgendwie nie, hab schon seit Ewigkeiten 10 irgendwie, aber mich irgendwie noch nie so wirklich gebraucht. Also ja, gut. Hi, brauche ich mal einen Schritt entfernen. Bitte was? Ihr könnt jetzt mal kurz den Mund halten. Ich rede. Oh, Danero, du hast mich erschreckt. Tut mir leid, aber ich bin so wütend. Ich habe gerade verklickert bekommen, dass Spike für mich abgeriegelt wurde. Zweifel geht es einfach immer weiter im Bach runter. Was unternimmt Arena-Leiter Ness dagegen? Nichts. Er tut so, als wäre alles in Butter. Deshalb haben wir irgendwann die Sache in die Hand genommen. Wir haben uns als Team Yell verkleidet, um die anderen Arena-Challenger zu sabotieren. Unser Plan war, keine andere Challenger in die Stadt oder in die Arena steigern zu lassen. Damit hätte Miss Maeve leicht Spielgarten die Arena-Challenge ganz allein gerockt. Das wäre ihr Ticket zum Champ gewesen. Er Chance, den Champ von Thron zu stoßen, wäre damit sowas von gestiegen. Ich fasse es nicht, das ist doch Betrug. Unter guten Fans stelle ich mir definitiv was anderes vor. Danrio, vergiss diesmal alle Arena-Formalitäten. Geh einfach direkt den Arena-Leiter herausfordern. Oder in der Sascha. Wenn du Ness herausforderst, freue ich ihn so an, dass ich morgen keine Stimme mehr habe. Weil Sternpocken nehmen immer kein Ende. Als Mopeko neulich was angestellt hatte, war es nach ihrer Moralpflicht fast eingeschlafen. Ness geht beim Singen voll ab, vor allem wenn er mit seinen Pokémon im Chor abrockt.
So. Will ich so anfangen? Ich glaube ja, ne, komm. Wir haben schon irgendwie schaffen. Ja. Oh. Hallo. Ging mir zu schnell. Ich möchte ein Pokémon tauschen. Willst du dein Breikadax gegen einen Pantimos aus der Kanto-Region tauschen? Okay. Pantimos aus der Kanto-Region. Also es gibt eine andere Form davon. Breikadax, also diese Entwicklung von. Egal. Ich höre nichts. Muss ein Mikrofon anstellen. Du musst dein Mikrofon anstellen, ich höre nichts. Okay. Endlich kommt mal jemand. Als Arena-Teil bin ich nicht wirklich was zu gebrauchen, musst du wissen. Ich hatte schon Pein, dass mir deshalb keine Herausforderung würde. Aber dank meiner guten Ohren habe ich die Sache mit dem Tor mitgekriegt. Ich kapiere die ganze Aktion, ja, aber so allein zu sein hat ganz schön in die Seele wehgetan. Diesen Stadion ist Dynamax leider nicht einsetzbar. Ich kann dir also nur einen einfachen Kampf bieten. Ich hoffe, du wirst trotzdem ein bisschen Spaß dran haben. Dann zeig mal. Ja, dann wollen wir mal. Ich bin der Arena-Teil von Spikeford und begnadeter Trainer von Unlicht-Pokémon. Dank meiner sensiblen Seite nennt man mich auch den wehmütigen Ness. Dieses Lied ist für alle, die glauben, mich in einem Pokémon-Kampf besiegen zu können. Also für dich. Mein Team kann es kaum erwarten. Jetzt wird's gerockt, Spikeford. Arena-Alter Ness fordert dich heraus. Alter, was ist das denn für Musik im Ton? Perfekt. Das ist ein Kampf-Pokémon. Dagegen habe ich doch was. Soll ich alle hören? Sagt es mit mir. Los, Irokeks, Bedroher. Erstmal Erzwinger. Ich habe gesagt Bedroher. Tut mir leid, Blackwing hat Vorrang. So, Borschnabel. Oh, nee. Aua. Da hat ja fast wehgetan. Oh Gott, der überlebt hat sogar. Ah ja, Bedroher. Okay. Musik. Ne, da wird nichts. So, ich sollte mal eine Weile lang nichts drücken, weil die Kamerafahrten würde mich mal interessieren. Manchmal sind die nämlich nicht schlecht. Oh, hier scheint jetzt nicht spektakulär zu sein. Also, was ist das für ein Lied im Endeffekt? Warum haben alle, die irgendwie was mit Team Yell zu tun haben, voll die geile Mucken in meinem Hintergrund? Mary hat auch ein gutes Thema. So, oh Gott, du willst mal Unlicht sein, ne? Mit seinen Fähigkeiten Umkehr und mit Kalamanera euch ordentlich aufmischen. Ja, so heißt der Teil. Noch mal Kehrtwende. Kehrtwende. Sehr effektiv. Warte mal, ich glaube, du bist Psycho, ne? Bist du Psycho nicht? Du siehst aus wie Wasser, aber ich glaube, das Ding war Psycho. Okay, ob es jetzt Wasser oder Psycho ist, Little Mary wäre, glaube ich, die beste Wahl. Little Mary. Wie hast du das Teil genannt? Nachthieb. Autsch. Ich werde definitiv keinen Unlichtattacke einsetzen, weil natürlich ist wahrscheinlich zur Hälfte Unlicht, ne? Also komm ja, Funkensprung. Na, ist nicht Wasser. Sag ich doch. Haha. Schwarzer. Oh Gott. Geht einfach weg und dann kommt was anderes mitten in den Bildschirm geflogen. Sehr gut. Aber den habe ich gegeben, nicht wahr? Barrikadax.
Hier kommt der Star meiner Band. Sein gellendes Röhren ist sein Markenzeichen. Barrikadax. War das schon ein letztes? Noch mal zur Not, das hier kann vielleicht nicht schaden, ne? Weiß eigentlich, gleich ist das Ding ja krass drauf. Ich bin zwar schon einem begegnet, aber ich bin direkt weggerannt. Ist wahrscheinlich normal und Unlicht, ne? Da kommen wir ja, Tiamat. Einer Abblocker. Okay. Ich habe die Attacken von ihm mal ein bisschen geändert, ne? Wir haben alle Zeit der Welt, also komm, Taucher. Blub. Weg ist er. Endlich hat er mal eine physische Wasserattacke. Diese Nummer habe ich mir extra aufgehoben. Das Publikum wird durchdrehen. Next Strike. So viel dazu. Taucher. Gott. Wird gar nichts abgezogen. Was war das denn? So, okay, machen wir Steinhagel. Schluck aber schreckt so zurück. Entweder das oder du bist paralysiert. So oder so. Next Strike. Okay, auf. Boah. Ich will meinen Genick nicht gebrochen haben. Jetzt haben wir wieder die typische Situation, der wird nicht paralysiert. Das Angriff, ein Angriff müsste es ja noch aushalten können, ne? Na, komm her. Schützt sich selbst, okay. Okay, meinetwegen, dann heile ich mich eben weiter hoch. Dagegen, also hier Steinhage, sag mal zurückgeschreckt oder paralysiert oder irgendwas. Sehr gut. Steinhage. Boom. Der lebt noch. Das gibt's nicht. Da. Das hier anvisieren, Feuerbogen weg, bist du schon ein letztes Pokémon gewesen, ne? Blättersturm, ja, dann schon, schauen wir den Rückschuss, denke ich, sagen stark, ja, okay, ist nicht so, ich greife sowieso nicht so oft an mit. Ja, wenn ich dann mal angreife, dann sollte wenigstens auch wehtun, also ja. Meinetwegen. Zauberblatt kann ich, glaube ich, derzeit beibringen mit der TM. Bei mir gibt es keine Zugabe, keine Songs, keine Attacken, noch keine Pokémon. Was? Skuntank. Werden zwar alle stinken, aber was soll's, Skuntank zeigt sie ihn mit Tiefschlag und Toxin. Wer könnte diesen Kampf wohl am besten abschließen? Kommen er von Lauch, der wahrscheinlich das ganze Team von denen hätte erledigen können. Ein Schlag fehlt da auch noch. Durchbruch, da müsste eigentlich neutral sein, aber was soll's. Oh Gott, der ist sogar schneller. Das kratzt dem Herrn nicht. Er ist das Licht gegen die Dunkelheit. Weiß gegen Schwarz. Weil den sein Viech war ja auch schwarz, weiß. Oh, Tiefschlag. Nein, Sir. Ich habe sie bezwungen. Ach ja. Er von Lauch. Er hat theoretisch das ganze Team von dem erledigen können, aber was soll's. Aha.
Meine Pokémon und ich haben alles gegeben. Lass uns das irgendwann mal wieder beholen. Du gewinnst einen Haufen Geld. Ich bin froh, dass ich gegen dich antreten durfte. Meine Pokémon scheint es genauso zu gehen. Ja, das ist der Unlichtorden. Boah, im Hintergrund. Okay. Nur noch einer übrig. Und die haben alle Toxels. Das alte Pokémon ist einschließlich Level 55 fangen. Eine Uniform kriegst du auch noch. Ich sollte die Dinger unbedingt auf meinen Konzerten verkaufen. Als nächstes freut mich bestimmt meine kleine Schwester Mary heraus. Das war schon ein bisschen bewegend. Du hast den Kampf also mitverfolgt. Dann kann ich nur hoffen, dass du dir kein Vorbild an mir nimmst, Schwesterchen. Ach was, deine Taktik war nicht übel. Ich habe mir ein paar gute Tricks von dir abschauen können. Wirklich? Hör mal, Mary, es gibt da was ich dir sagen wollte. Ich würde meine Stelle als Arenaleiter von Spikeboard gerne an dich abtreten. Das weiß ich doch schon längst. Steht auf deiner Karte. Du willst nach dem Turnier zurücktreten, richtig? Weißt du, dafür, dass du dich strikt weigerst, Dynamax einzusetzen, hast du als Arenaleiter echt gute Arbeit geleistet. Das mag ich an dir, Bruder Erz, aber ich muss dich trotzdem enttäuschen. Meine Antwort ist nein. Ich will doch der nächste Champ werden. Da kann ich nicht auch noch Arenaleiterin sein. Stimmt, da war ja was. Okay, dann lass mich mal darüber überprüfen, ob du das Zeug zum Champ hast. Danke, dass mein Bruder so einen tollen Kampf geliefert hast, Daniro. Aber jetzt bin ich dran. Du darfst dich also vom Acker machen. Bis bald. Aber ich will zugucken. Was? Nein. Du hast Netz besiegt, was? Hier hast du deine TM zur Wiederholung. Standpauke. Jetzt geht das Tor auf. Hey, auf Route 9 gibt es einen Notfall. Scheint so schlimm zu sein, dass sogar der Champ dafür anrücken musste. Du da, du hast Netz besiegt, Champ. Zählung könnte deine Hilfe sicher gebrauchen. Komm, ich bringe dich zu ihm. Will ich aber jetzt noch nicht. Nein, du. Oh. Kaboom. Hey, Daniro. Danke, dass du gekommen bist, aber ich gehe diesen Lärm schon auf den Grund. Keine Sorge. Ich will, dass du und Hopp euch alle voll und ganz auf die Arena Challenge konzentrieren könnt. Es fehlt nur noch der Orden von Roy, dem Drachen-Arena-Leiter. Aber Roy ist eine Nummer für sich. Er ist so stark, dass ich ihn als meinen Rivalen anerkenne. Ach wart, obwohl, ich habe nichts gegen Drachen-Pokémon. So, genug geredet. Ich muss jetzt diesen Lärm von eben auf den Grund geben. Ich habe keine einzige Eis- oder Drachenattacke, glaube ich. Also, könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Ich, Delia und der Unschlagbare, werde eure Zukunft mit allem verteidigen, was ich habe. Kaboom! Es kommt von der anderen Seite des Tunnels. Das ist mein Stichwort. It's Champ Time. Okay. Und ich habe noch Zeit, irgendwas zu fangen. Ach, was. Ich quere Route 9 Tunnel, um Claw City zu erreichen. Ich kann mich auch einfach dahin porten. Ich kann auch einfach den hier machen. Was soll das? Warum muss ich denn extra da durch? Egal. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ja, lass mal sein. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. In der nächsten Folge gehen wir dann durch Route 9 wahrscheinlich. Diesen Tunnel. Vielleicht fahren wir ein paar Pokémon im nächsten Part. Ich weiß es nicht. Gegen den Arena-Leiter möchte ich heute eigentlich nicht mehr kämpfen. Und ja. Würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.